deinen ersten Ghostbusters-Charakter bekommen. Hast nur ein, zwei Ründchen, deinen ersten Ghostbusters-Charakter. Dann können wir gleich noch eine drehen. Das ist, machen wir eben die Runde, weil jede Runde, die wir zusätzlich noch haben, ist natürlich für mich geil. Außer, wie gesagt, die Sterne, die du da bekommst, die sind für den Stumble-Pass natürlich gut. Da kannst du die Belohnung alle bekommen. Großartig, großartig. Stört sich, wenn ich jetzt schon Hallo sage? In meinen Videos bist du sowieso immer nur du Hallo. Und ich habe jetzt schon Aufnahme gedrückt, ne? Achso, ja. Darf ich das? Und dann sage ich Hallihallo und herzlich willkommen zu StumbleGuys. Ich darf auch mal reden, aber auch nur, weil der Fox noch nicht auf Aufnahme gedrückt hat. Weil wir eigentlich gar nicht mehr aufnehmen wollten, aber hey, ich mag den Jungen, also gönnen wir ihm mal noch. Und ich meine, heute Ingame, morgen wieder RL. Oh. Wenn ich so wie ich Zeit habe, ne? Ist klar. Ja, sag Hallo. Leute, das ist ihr doch. Hallo! Hallo! Der Kleine. Hey, er kriegt doch immer einen Lolli, wenn er es gut macht. Eigentlich ich sag nicht was. Gerne, ich lutsche eigentlich gerne eher an den beiden Äpfeln oder Kirschen. Das ist natürlich da. Ne? Äpfel oder Nax sind keine Kirschen. Ich starte gleich meine Aufnahme selbst, aber zuerst springe ich absichtlich hier drauf. Was willst du? Was? Nein, nein, also wir können das jetzt, ne, noch nach Hause bringen, nach Hause nehmen, nach. Bist du einfach gesprungen? Ich bin noch da, hallo? Oh. Also, wer ist von uns beiden jetzt hier gesprungen? Weil ich Mann, ich hab dich gesucht! Ich hab dich, ich hab... Und dann so, oh, ich hab ihn gefunden, bam! Dann hab ich gar nicht geguckt. Ich hab gar nicht geguckt. Okay, ich wollte, nein, ich wollte, ich hab das mit Absicht gemacht, weil du möchtest gern Kronen haben, du möchtest gern Wins, okay? Und da bin ich voll bei dir. Und du bist ein süßes Gespenst. Aber diese Handschuhe irritieren mich ein bisschen. Ich finde, die wären in einer anderen Farbe schöner, in dunkelblau oder so, ein bisschen in Blauton oder sowas. Das ist ja der von Pac-Man, weißt du doch. Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gehört, was? Das ist ja der von Pac-Man, das weißt du, oder? Ah, nein, weiß ich nicht. Pac-Man habe ich nicht gespielt. Ich habe ein T-Shirt davon, aber ich habe kein Pac-Man gespielt. Wow. Wer ist die Pac-Man-Geister? Ah. Wuhu. Ups, ich wollte nicht wechseln. Was? Was singst du? Was war das? War das Pac-Man Sing? Das war der StumbleGuys Sound. Echt? Das klang eher, als hätte man dir... Na naja, egal, war ein bisschen hoch. Ich hatte Sorge, man hat ja die Eier irgendwo eingeklemmt. Ich meine, du bist ein Geist, du hast keine. Doch, oder? Ein Geist einfach. Ein Geisterhoden unter deinem Kleid? Ja, ich trage die Eier eines Verstorbenen. Aber die trägst du in der Hand. In jeder Hand ein paar. Quasi vier Stück. Oh, ja, ja, cool. Einfach weil... Mann, 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 ist ja richtig aufregend. Immer dieses Blockdash viel zu oft. Ehrlich, da spielt man schon anders und dann spielt man doch so. Verstehst du? Also so und so und so und so und dann auch noch so, während man so macht. Aber eigentlich wollte man das so machen, während man es so macht. Und die anderen Leute machen es alle so, während man versucht, es so zu machen. Und dann am Ende endet es einfach so. Das war soisch. Hast du Sendung mit der Maus geguckt? Sendung mit der Maus, ja. Ja, schön. Löwenzahn? Löwenzahn oder Löwenzähnchen? Wissen macht A, kennst du das? Ja, kenne ich. Oh Mann, ich bin ein Fan von dir. Also... Ich war es natürlich vorher. Oh nein. Nein! Schade, schade, Schokolade. Moment, ich hab's gepasst. Egal, ne? Dann fang mal deine Folge an hier. Ab geht's. Ab geht's, los geht's. Ja. Damit, hallo und herzlich willkommen zu StumbleGuys und wieder Fox. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tatsächlich passt die Bezeichnung guten Morgen. Weil wir sind ja zum nächsten Tag dabei. Und mit dabei ist die Sienna. Hallo, hallo. Okay, was machen wir? Ganz lieb. Was machen wir? Ja, wir sind ganz lieb. Was machen wir heute? Normalerweise würde ich jetzt erstmal einen Charakter ziehen, aber das machen wir erstmal. Aber wir können jetzt bald einen zufälligen Skin ziehen, sobald wir erreicht haben. Also sind wir da gut dabei. Und wir werden jetzt heute uns mit dem mit Something Strange, da werden wir heute hauptsächlich zocken. Das ist also verschiedenste Level, weil ich möchte gerne an die Ghostbuster-Skins rankommen und werde und die gleichzeitig damit auch der guten Sienna ermöglichen, dass sie an die Ghostbuster-Skins rankommen. Klar. Und ich möchte gleichzeitig an den Fuchsi rankommen, deshalb hänge ich an seinem Hintern. Auch RL.
Ah, cool. Du, tut mir leid. Ich meine, der Kenny ist nicht da. Irgendwen muss ich hier anbaggern. Ich hatte zuerst ein anderes Wort im Kopf. Als ich noch in der Schule war, damals, sagte man sich gegenseitig anschwulen, aber das ist absolut nicht korrekt, das Wort. So. Das ist nicht, glaube ich, nicht cool. So, let's go. Wie ich meine, wir sind jetzt dabei und da sind wir dabei. Warte. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, jetzt muss ich gucken, dass ich gut lande. Oh, ich will jetzt noch nicht rausfallen, das wäre. Oh nein! Oh mein Gott, ich habe mir den Kopf gestoßen! Ich habe mir den Kopf gestoßen! Ich habe. Oh Gott! Ich hatte mir den Kopf gestoßen an, ne? Ich dachte, ich komme da gut weg und habe mir aber den Kopf angeballert. So kann's gehen und dann stehst du da mit dem Loch im Kopf. Du weißt nicht mehr, was im letzten Tag passiert ist. Und ich bin ganz unten. Oh mein Gott, kann bitte jemand sterben? Danke! Oh mein Gott, der ist so schön an mir vorbeigefallen, während ich das gesagt habe, ist er so da durchgesegelt. Das war richtig freundlich. Ja. Das ist Nächstenliebe, weißt du? Einfach sterben. Einfach. Absolut. Es ist momentan, ne, weißt du, so viel von Stumblegeist momentan. Also hier dieses Jahr mein 100 Folgen Stumblegeist, dieses Jahr werde ich safe erreichen. Geil. Bin ich voll dabei. Bei mir kommen nur eine die Woche. Ich habe andere Sachen noch zu tun, zu wollen, zu wünschen, zu, ne? Ich will andere Sachen machen. Ich will auch demnächst noch was Neues anfangen. Weil ich hatte ja immer auf Donnerstags, hatte ich immer Fasmo. Aber ich habe gerade nicht mehr so wirklich Lust auf Fasmo. Vielleicht suche ich mir mal noch irgendwelche Menschen, die gerade Fasmo, ne, Content. Oh mein Gott, ich habe es schon wieder versemmelt. Ich krieg diese Map einfach nicht auf die Reihe. Irgendwann, eines Tages. Eines Tages. Aber nicht dieser Tag. Also, aber es ist halt, also du könntest ja mal wirklich mal Ghostbusters machen oder sowas in die Richtung. Da Spiel doch mal gibt's Ghostbusters. Das ist doch bestimmt, da gibt es doch Spiele zu, oder nicht? bestimmt, ich Oder meine, keine Ahnung. Hitman? Die alte Hitman-Trilogie? Die ist doch, also die, es gibt einen großen Kreis an Hitman-Fans. Krass. Ich weiß, ich habe das von Hanno. Die von Hanno sind ja so geil. Da ich hab, was hat er? Nur zwei? Hat er zwei und drei gespielt? Hat er die eins auch? Ich weiß es gar nicht. Aber das Spiel ist schon sehr, sehr cool. Muss ja nur gucken, Und wo dann ich das war Geld nicht. rein investiere, weil ich struggle schon, wenn ich Lebensmittel kaufe. Das hatte ich schon mal gesehen. Man muss sagen, Hitman ist krass, vor allem krass schwierig. Also das Game ist nicht ohne. Gut, glaube ich. Ja, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall noch was in der Steam-Bibliothek rumliegen. Ich hatte mir auch noch einige so Horror-Demos geholt, weil ich hatte ja eine Zeit lang jetzt immer jeden Samstag eine andere Horror-Demo. Fand ich auch nicht schlecht. Ich habe das nur jetzt schon eine Weile rumliegen, weil da muss man auch in der richtigen Stimmung zu sein, weißt du, sowas zu spielen. Da muss man schon Bock haben. Und vor allem muss man auch daheim seine Ruhe ein bisschen haben, dass man nicht die anderen Leute stört mit seiner Schreierei. Nein! Fuchsi, nein! Oh mein Gott. Mein Herz, mach sowas nicht. Er rutscht an der Stange runter. Ich weiß, du willst es, aber pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist so aufregend. Ich weiß schon, warum Leute Stumbleguys cool finden. Selbst wenn man nicht mitspielt, oder? Das, ne? Man fiebert mit. Ich fiebere mit. Ich habe Fieber. Nein, habe ich nicht. Eher Und ein. da ist, boah, es ist halt, langsam wird es Ja. etwas dünn. Ja. Da soll man, die soll mal drauf gehen. Es kann doch nicht sein, dass da noch so drei, also ne? Außer dir noch zwei drin sind. Oh Ja, genau. nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je, wo ist der andere? Oh, der nein, bei dem sieht es gerade ein bisschen besser aus. Der ist vor allem noch weiter oben. Ich glaube, da hast du keine Chance. Das würde mich sehr wundern. Da muss er jetzt wirklich missen. Ich gucke ihm gerade zu und beobachte dich von oben herab. Oh, das tut mir so leid. Der ist noch eine Ebene Nein! höher. Ja. Das war's. Das ist gar nicht Ja, das war ungeschickt. Na, Aber hey, immer. guck mal, er macht dieses eklige Herz, was du auch hast. Machst es nicht, aber du hast es, ne? Ja, ich nutze den SpongeBob ihm und ich finde den super. A few minutes later. Ja. Ach, das war mal diese Meldung so schön. Dann einmal auch so viel später, dass sie, ne, der alte Erzähler keinen Bock mehr hatte und sie einen neuen einstellen mussten. Das war so eins meiner Highlights. Und auch dieses Konzert, wo sie gemacht haben, SpongeBob, Final Countdown. Geil. So schön. Ach, SpongeBob. Aber ich habe mir vor einer Weile mal wieder Zeug davon angeguckt und ich fand es so brutal verstörend. Ich hab's gar nicht so im Kopf. Ich nicht. Die alten SpongeBob-Folgen fand ich okay.
Aber ich fand, ich war nie so Spongebob-Fan. Ich sag, kennst du Legend of Aang? Natürlich. Aber da Last Airbender, ja, oder? Meinst du? Ja, natürlich. Ja. Ich fand das zweite Legend of Korra fand ich auch gut. Ja, es war für sich gut. Also es, ich, ne, es war halt, hey, ja, es war halt anders. Aber ich finde trotzdem, Dings war beste. Nein! Ich bin durchgefallen! Letzten sechs. Junge, geh mir aus der Sonne. Oh Mann, jetzt ist der Druck allein auf mir, das ist ja wirklich traurig. Ja, das ist jetzt, da gucken wir jetzt zu. Das ist halt, na, ich hoffe doch, halt du guckst zu, gehst nicht raus. So. Ich muss es eigentlich zumindest bitte ins Finale schaffen, wegen den ganzen Punkten. Ich will diese Ghostbusters-Kind. Ich bin Leute, die jetzt schon länger mir zuschauen, wissen, ich bin ein Sammler, ich sammle. Auch alte Unterwäsche von anderen Leuten. Aber das ist RL, es geht ja gerade in-game. Oh nein, nicht diese Map, nicht diese Map. Oh Mann, ich bin so ein Loser. Ich versuche immer dann möglichst lange hier zu bleiben, aber irgendwie werde ich dann doch immer runtergeschubst. Ja, von den Blauen wirst du runtergeschubst, ja? Und die schmeißt dich nach oben. Du kannst um die Blauen aber drum rumspringen, theoretisch. Nein. Ja. So viel dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit sind wir schon... Oh, wow. Im Finale. Danke. Danke an all die Menschen, die so schnell gestorben sind. Und das meine ich nur in-game. Sowas würde ich RL nicht sagen. Also, vielleicht zum Fuchs oder so, aber... Ne? Vielen Dank, dass sie sich überfahren lassen haben. Ich stehe dann so daneben. Also, das Ergebnis ist okay, aber hätte optisch mehr hergeben können, so. Einfach so, ich habe schon schönere Überfahrene gesehen. Nein, geh nicht auf das gleiche wie ich. Geh weg, danke. Wir gucken uns das Ganze in Ruhe an, Leute. Wenn ihr keine weiteren Folgen von StumbleGuys verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die CDU wählt und einen Like da lasst. Dankeschön. Das war natürlich nur ein Witz, Leute. Aber lasst doch mal ein Abo da, könnt doch mal liken, schaut doch mal bei Sienna vorbei. Die kennt den Kram ja eigentlich schon. Ja, ich bin so konzentriert, erzähl was. Sienna, hinter dir ein Vogel. Was? Du hast einen Vogel, Freundchen. Ich weiß. Und nicht nur im Käfig, sondern auch in deinem Gesäß stecken. Er hat sich verflogen, der Junge. Du willst in meinem Gesäß stecken? Schon wieder? Ich sagte, der Vogel. Du hast einen Vogel in deinem Gesäß stecken. Das habe ich gesagt. Nein, 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 nein. Oha. Aber Vorletzter. Ach, das hätte er mir ruhig gönnen können. Es lief sehr gut. Bis zu einer kleinen Fehlentscheidung. Wie so oft im Leben, ne? Und auf einmal hat man ein Kind. Nein, was? Ach so, ja. Wir machen jetzt aber doch noch ein bisschen was anderes. Wir können nämlich heute Something is Strange machen, aha, weil für den haben wir Zeit, da kann ich ja noch weitermachen, aber wir machen jetzt was anderes. Wow. Cool, cool. Oh, das Laser, der stinkt. Oh, ich liebe es. Oh, mein Gott. Oh, ist das schön. Und Leute, ich weiß, Counter-Side ist immer noch nicht gedreht. Counter-Side, Fuchs, du wolltest Counter-Side drehen, du wolltest das spielen, Fuchs. Ich hab es geupdatet schon, also ich kann morgen endlich mit dem Drehen anfangen. Ich habe es geupdatet schon. Ich habe meinen Namen auf die Klassenarbeit geschrieben. Ja. Ich weiß, da steht nichts drin, aber... Ich fange morgen an. Ja. Also heute, wenn ich von der Arbeit zurückkomme, Leute, ich drehe Counter-Side. Versprochen. Ursprünglich wollte er das machen, wenn er mit mir fertig ist, aber ich habe ihn zu fertig gemacht, jetzt kann er nicht mehr. Nein, das ist einfach nur zu, es ist 0.16 Uhr, ich muss in 6 Stunden wieder aufstehen, also... Oh mein Gott, was hast denn du für einen Schlafrhythmus, dass du nicht dann schlafen gehst, sondern lieber... Machst du dann Mittagsschlaf? Nee, mittags bin ich immer noch am Wichsen. Und das erschöpft dich nicht, dass du danach dann friedlich einschläfst? Nee. Das gibt noch mehr Energie, oder was? Gibt dir das so einen Schub, so einen Boost? Das gibt einen Schub, man spürt, wie Energie losgeritzt wurde. Ja, eben, die kam raus und die ist jetzt weg.
Verzieht euch! Verzieht euch alle! Und der Sieg alle, gehört mir! Sind. Was? Ich bin heute als Pac-Man-Geist unterwegs. Alter, der sieht so süß aus. Ja. Solltest dir vielleicht auch immer so eine Tüte über den Kopf ziehen, also mit Löchern drin? Vielleicht sieht dann auch süß aus, ja. Ja. Gott. Ich bin nett, ich bin lieb. Absolut. Und sage piep, piep, piep. Und wenn wir drüber nachdenken, wir haben heute Nacht zwischen einer und eineinhalb Stunden Videomaterial wieder zusammengedreht. Das ist super. Und vor allem, da kommen halt auch ganz viele Shorts raus. Und ich möchte mehr Shorts haben und nicht nur noch Best Moments an dich, sondern auch einfach ein paar Momente. Ich mache hauptsächlich immer unseren Unsinn, den wir labern, ehrlich. Best Moments, Fails, wen juckt das? Alter, was wir zusammenreden, das ist fürchterlich gut. Fürchterlich. Ja. Und aber auch gut. Quasi fürchterlich gut. Ja, das da habe ich habe damit angefangen schon. Ich hab die erste Folge, die wir gedreht haben, vor zwei Tagen, die habe ich mir auch schon auseinandergeschnitten. Da kann ich jetzt schon Shorts rausziehen. Auseinandergeschnitten. Ach ja. Du Arschloch! Oh, das tut mir jetzt aber richtig leid. Ey, da ist Geld geflogen. Dieser dumme Andrei, der hat den Weg blockiert, wo ich reinspringen wollte. Du. Können die mal nicht sterben? Ich baue eine Mauer. Fick dich ins Knie! Ich finde, die könnten mir das jetzt schon gönnen. Einfach alle draufgehen. Wie kommen die alle darüber, ehrlich? Ach, wie kommen die alle darüber? Ich finde das nicht so witzig. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus, Jesus, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. So, ich bin ein Atheist, aber man sagt das einfach. Bitte kill diesen Andrei. Der ist... Nein! Der hat's nicht verdient, der hat's nicht verdient, ich weiß. Dieser dumme Kamelficker! Guck ihn dir an, ey. Dieser Waldförster. Holen wir den zufälligen, der den Waldförster-Ficker. Ja, ich wollte Knuddler sagen, weil Effer, es ist immer so harte Sprache hier, weißt du? Ja, schön. Aber wäre mir lieber, wenn nur was anderes hart ist. Lad mich ein. Yeah. Ja, ich brauche eine Revanche von Laserdash, das kann ich nicht umsetzen lassen. Ja. Ach man, ich habe gerade echt gut gespielt. Ich hatte voll den Lauf fast. Bis zu diesem, ne, wie üblich, ein Laser. Ja, das passiert mir auch immer bei der Enthaarung. Dann ist alles vorbei. Bein ab. Passiert. Ah, ich wurde mal übrigens gefragt, jetzt, wann ich mit Stumpgeist aufhöre. Wenn es keinen Spaß mehr macht? Per se das, schon oder spätestens nach 1000 Folgen, denke ich. Dann haben wir auch genug. 1000 ist auch echt hart. Das sind, Leute, das sind 10 Jahre Stumblegeist. Das wäre dann wirklich genug langsam. Ja, bis dahin kommt wahrscheinlich ein anderes Spiel in der Art raus, ne? Was man dann, ne, machen kann. Naja, wer weiß, vielleicht dreht sich Stumblegeist ja ähnlich wie Amogus oder... Among Us, bitte. Das habe ich auch viel gespielt. Also, aber nicht aufgenommen. Nee, das haben wir auch nicht aufgenommen, aber Among Us hat unseren Server geprägt. Also unsere Freundesgruppe hat damals super viel Among Us gespielt. Ich bin auch Among Us Level 50 irgendwo um den Dreh. Und habe halt auch viel investiert. Ich habe halt die einzelnen Cubes halt gekauft, für die ganzen Kostüme und alles. Und ich habe die meisten. Mir scheint, der Fuxi ist da schon ein bisschen anfällig. Aber ich meine, wenn er seine Finanzen im Griff hat, soll er doch. Bei mir geht's gut damit, also alles fein. Jep. Aber jep, jep. Oh. Upala. Upala, bubala, buu. Bibidi, babidi, buu. Was ist zusammen und was kommt da raus? Bibidi, babidi, buu. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, so eine Vier und ein Pferd. Und jeder, der mich mag, wird unser einmal ein. Und Leute, woher kommt diese Melodie, die Sienna gerade summt? Schreibt das mal in die Kommentare, das lösen wir am Ende auf. Ich hoffe doch, dass das viele kennen.
Ich meine, gibt's das noch neu? Läuft das irgendwo noch? Gibt's davon Remake-Zeug? Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich weiß doch, also die es gemacht hat, die ist tot. Ne? Ja, danke. Traurig. Das warst jetzt nicht du, glaube ich. Nein. Ich meine nur, es tut weh, sowas zu hören. Das ist halt Kindheit, ne? Ja. Ja. Ey, weißt du, das hat mir auch so in der Seele wehgetan, damals, wo wir die Kassetten entsorgt haben. So die Hüllen weg, alles getrennt, ja, weißt du? Er hat sich selbst ermordet. Ich hab's gesehen, hat er dich umarmt und mitgenommen? So ein Hurensohn! Nein, hey, hat er mich gerade weggeschubst mit seinem Ausrufezeichen? Oh, das war gemein. Da kam ich nicht weg. Okay, cool, weiter geht's. Neue Chance, neues Glück, nicht wahr? Es gibt noch viele Fische im Stumbleteich. Ist das so? Ist das so? Darf er das? Lad mich ein, du kleines Schwein. Lad mich ein, lass mich rein. Komm, lass sein, lad mich ein. Weiter geht's. Danke. Wir können zwei Runden noch machen, dann sind wir auch gut dabei. Nein, es ist halt, also, er sagt, kennst du Erich Kästner? Hast du das Fliegende Klassenzimmer gelesen? Oh, ich habe keine Ahnung. Erich Kästner sagt mir, also definitiv hat man davon was, aber... Fliegende die Detektive. Von wem war der Erlkönig? Emil und die Detektive oder Pünktchen und Anton. Ah, okay. Ja, ja, aber nicht so sehr. Aber ich muss zugeben, ich habe halt was von Ottfried Preußler habe ich auch gelesen. Krabbert. Krabbert war cool. Das war so, du konntest auf so eine schöne Art und bei. Boah, oh mein Gott, da war schon wieder einer mit diesem Glitzer-Skin, der schon wieder versucht hat, mich rauszukicken, indem er einfach stehen bleibt. Stehen auf dich. Die stehen alle auf dich. Die wollen dich rannehmen und dann rausnehmen. Ja, weil, ja, vielleicht ist mein Name in der Szene. Vielleicht ist mein Name in der Szene auch schon bekannt. Ja, bei deiner Suchterei möglich, ne? Keine Ahnung. Ist auch je nachdem, wie viel, ne, wie die Server und so, wie das sind, wie viele Leute sieht man immer wieder und so. Wie sind die Chancen? Ich achte also nicht auf die Namen so wirklich. Das ist halt, also ich zock halt mal immer wieder mit Pro-Gamern zusammen. Tja, damit hat er mich offiziell davon ausgeschlossen. Ich bin scheiße im Spiel. In jedem Spiel. Pro-Gamer sind halt welche, wirklich, die haben diese goldene Schrift. Die goldene Schrift. Da. Sag mal, dieses ein Event-Feuerwerk, das geht mir so auf den Allerwertesten. Nicht auf meinen Sack. Nein, der ist heute sicher. Hust, sag ich. Ich finde das so witzig, wie man denkt so, komm, wir schlagen den mal weg, wir schlagen ihn in eine Richtung und dann passiert, dann kommt der bestimmt nicht weit. Und dann denkt man sich nur so, leckt mich am Arsch. Oh mein Gott. Vor allem, wenn man selber nichts geschissen kriegt, dann versucht mich dann wegzuhauen. Jo. Ich muss noch mehr. So, jetzt machen wir Block Dash Legendary. Wenn ich wieder mal alleine zocke, dann machen wir natürlich auch die Turniere, Leute. Turniere kommen ganz viel. Keine Sorge. Cool. Turnier? Was macht ein Turnier? Turniere sind, da kannst du halt Juwelen und anderen Krams gewinnen, musst aber selber Juwelen als Startgebühr investieren. Stimmt, das hast du leider nicht alleine machen. Das hast du schon mal gesagt, glaube ich, ja. XXL heißt der hier. Das ist nur in meiner Hose. Manu, ich will solche Witze machen. Du musst lachen. Hahaha, haben noch nie was Witzigeres gehört. Mann, geistig alle 12. Körperlich 85. Damals 1912 und 50 habe ich auch schon so einen Mist erzählt. Jetzt sag mir mal, warum ich so Bock habe zu sinken. Ey, das ist ja furchtbar. Ich sag dir, dass das immer noch kleiner raus ist. Also. Bitte? Noch einmal bitte. Dass noch keiner raus ist. Okay, ja.
Das wird noch richtig unangenehm. Also ist schon unangenehm, wenn du mich fragst. Also das wird richtig unangenehm, aber jetzt werden die ersten rausfliegen, denke ich. Das war jetzt gerade. Nee, immer noch nicht. Jetzt aber. Endlich jetzt aber. Ist mal einer raus. Oha. Nein. Oh mein Gott. Damit fliege ich dann wohl raus. Ja. Da gab's nur eine Chance. Na, Fuxi. Oh je. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh, krass, ey. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Ja. Das sage ich auch ständig nach dem Verkehr. Nein, das ist der Einige, das ist der Noob Bro, ne? Leute, der heißt Noob Bro. Mein Gott, ey, das macht einen ja fertig, dazu zu gucken, ganz ehrlich. Wow, das sah richtig smooth aus. Das ist nur noch du und er. Hummer, ey, Hummer. Oh nein, er kommt durch. Warum konnte ihn das jetzt nicht wegdrängen, hä? Warum konnte ihn das jetzt nicht wegdrängen? Wenn er mich nicht wegschlägt, werde ich nicht angreifen. Das ist jetzt ein Kampf. Das ist jetzt ein Kampf Brüder gegen Brüder. Ja. Wow. Nein, er hat es geschafft. Das ist ja unglaublich, ey. Da kann ich kaum still sitzen hier. Boah, also das ist ein richtig insane einfach. Krass. Oh Gott. Aber jetzt. Ciao, Freund. Wow. Jawohl. Wow. Oh mein Gott. Das hat er gesehen. Oh mein Gott. Ja, bei sowas würde ich mir so einen Chat wünschen, dass du noch GG schreiben kannst. So irgendwie so von wegen, wow, what gameplay. Den habe ich mir verdient, den Sieg. Ja, ich glaube, da kann... Doch, es gibt immer welche, die da widersprechen können, ja, die da rumhaten, gibt's immer. Aber meine Appreciation hast du. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine kleine normale Runde und dann sind wir auch schon durch. Ja, dann ist auch gut, dann sind wir auch durch. Wir haben uns gegenseitig heftigst durchgenommen, so wie man das macht beim Stumble Guys Spielen. Ne, das ist ein Spiel für Erwachsene, Ü18, sonst geht das nicht. Wenn ihr das unter 18 spielt, das ist super illegal, da kommt FBI, ne, hier SEK reicht nicht, die Deutschen sind da zu lasch, kommt FBI, tritt die Tür ein und schießt erstmal. Das SGEK, das Stumble Guys Einsatzkommando. Schön. Heilvoll, erreiche die Ziellinie. Vielen Dank für diese Information. Ohne hätte ich nicht gewusst, was ich tun soll. Joa, dräng die Leute dahin. Ja, da. Ups, oh je, das war jetzt aber schlecht. Oh, das war nochmal schlecht. Ich dachte nicht, dass ich an der Stelle starte. Sag mal, jetzt wurde ich geschubst. Man hat mich geschubst. Ja, ich komme nicht mehr. Das schaffe ich noch nicht. Nein! Ach, sag mal. Oh mein Gott. Können wir das einfach... Es wäre schön, wenn du auch raus wärst. Dann können wir gleich aufhören. Ja, ich bin raus. Ich bin auch raus. Du bist auch raus. Okay, das ist nie passiert. Schnell, escape. Das löschen wir einfach. Das hat keiner gesehen. Schnell. Leugnen. Verleugnung. Ja, es ist ein wunderschöner Tag heute. Ich drücke escape ohne Ende, aber dauert noch. Es dauert jetzt aber, ne? Tja, was soll ich dazu sagen? Das ist, ne, ganz großartig. Hier kommt, da ist er ja schon. Okay, das, Also eine Runde, dann tut mir das nicht passiert. Ja, das war auch keine Runde. Wir wollten jetzt noch eine normale spielen, haben wir gesagt, bevor wir aufhören. Das tun wir jetzt. Aber man muss sagen, dann hättest du mal gedacht, du musst ja wissen, als ich Stumble Guys angefangen habe, ne? Da war es ja nur ganz paar Runden, haben wir immer dieselben Runden gespielt, haben damals auch noch easy Kronen gemacht und Kronen gefarmt. Mhm. Und haben halt nur unter uns freundschaftlich diesen Rangkampf gemacht. Und da war das noch nie so groß. Dann kam halt das erste Collab. Yep. Leck mich doch, warum bin ich der Einzige? Nein, es ist ja noch ein, zwei gefolgt. Aber insgesamt war es ein bisschen traurig, ja? Warum sind das hier? Nein! Das geht nicht. Ihr wollt mich doch flachsen, ey. Ich leck mich doch am Arsch. Das geht nicht. Ich bin auch raus. Ich glaube, das ist ein klares Zeichen, dass wir aufhören sollen. Vielleicht, ja. Also ganz ehrlich, es ist zweimal hintereinander, das ist affig. Das ist verhext, das ist cursed, das geht so nicht. Ich weiß ja nicht, was wir da noch machen sollen. Also, vielleicht doch rausschneiden.
rausschneiden und leugnen. So, bevor wir jetzt hier beenden, ziehen wir erstmal noch einen zufälligen Skin. Zufällig von selten oder besser, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, klar, mach das. Dann kann ich dir was erzählen. Letztens landete ein Vogel auf dem Balkon und er hatte was an seinen Fuß gebunden. Und ich habe mir das angeguckt und es war tatsächlich ein Finger. Tatsächlich ein halb verwester Finger, der hat brutal gestunken. Aber ich dachte mir, so als Deko ist ja eigentlich ganz nice. Als Raumerfrischer, mäßig. Ich habe ihn dann erstmal ein bisschen eingerieben mit so Orangenöl, um den Duft zu vertreiben. Und letztendlich muss ich sagen, ist er im Auflauf gelandet, weil er hat als Deko nicht getaugt. Aber er war lecker. Nächstes Mal ist es mal wieder Zeit, dass wir mal wieder mit unserem Fuchsskin spielen, ne? Ich hoffe an der Stelle, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Haut rein und tschüss. Tschüss. Würdest dich sehr schockieren, dass ich noch eine Runde angefangen hatte und wieder raus bin. Also es war definitiv eine gute Entscheidung. Ich habe noch 3 Tage Zeit, um 5 Stufen des Dumbledores zu machen. Ja, und das wird er tun, ne? Und wir danken fürs Zuschauen und immer auf den Kanälen. Und über das nochmal Abo und Like, ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao.